mal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Ja. Was treibt? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Ja, das haben wir verstanden. Siehst aber gut genug aus. Du siehst gut genug aus. Meinst du? Mit dem auf dem Kopf. Nein, irgendetwas stimmt da noch nicht. Vielleicht sollte ich mir doch nochmal die Augenbrauen zupfen. Ach komm schon, gib schon die Kutte her. Nein. Gib mir das auf deinem Kopf. Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind, sich reinzuwagen. Ja, das wissen wir. Ja. Ich habe es anders gesehen. Ach, die ist ja... Keinem von uns. Was könnte ich dir andrehen? Was kann ich dir andrehen, dass du das gibst? Was wohl passiert, wenn ich mein Geld die Toilette runterspüle? Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich entschlossen, Epic Mikroritin in Nutzlosigkeit zu erwerben. Episches Mikro-Item der Nutzlosigkeit wird Ihnen in Detail hinzugefügt. Oh Gott, nein, halt! Stopp! Das war knapp. Oder auch nicht? Es geht wieder! Ich hätte gerne mein Geld getauscht. Ich bleibe lieber in. Doch echt zum Mäusemelken. War das? Kann ich verwenden. Was nützt? Warum geht das denn nicht? Warte. Dieser Kopfkissenbezug ist von hervorragender Qualität. So viele Kopfläuse können nicht irren. Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Ja, ganz bestimmt. Bestimmt noch nie gewaschen. Kopfläuse. Wir hatten ja gerade schon, Nein. In die Kapuze! Ich nenne es... Poetische Ungerechtigkeit, ja. Was treibst ich die Welt? Du siehst gut genug aus. Du siehst gut genug aus, meinst du? Ja. Vielleicht hast du recht, ich... Kapuze. Igitt, was ist das denn? Meine Kopfhaut juckt. Läuse. Läuse. Gut, dass ich dieses neue Wundershampoo habe. Und jetzt raus mit dir. Ich muss duschen. Dann geh mal duschen. Ha, er hat dich abgeschlossen. Wissen wir. Wir nehmen die mal, ja? Musst aber eben nackelig klarkommen. Können wir die jetzt... Ich sollte endlich damit aufhören, mich ständig an die Spitze zwielichtiger Untergrundorganisationen zu schummeln. Das war schon mein guter Vorsatz zum neuen Jahr, als ich 12 war. Ja, es war anscheinend nicht gelungen. Warte.
Wenn man zum Schrank umzieht. Hotelwäsche scheint hier ein seltener, kostbarer Rohstoff zu sein. Ich behalte sie lieber am Mann. Hotelwäsche scheint hier ein... Nein, nicht schon wieder. Da wollte ich gar nicht hin. Ja, gut. Er zieht sie automatisch an. Jo! Ja, das Kopfkissen. Wartet mal, da muss ich selbst mal gucken. Was waren das noch gleich für Reliquien? Die heiligen Reliquien mit den sechs Insignien. Das sagst du doch schon. Sechs? Das ganze Ritual sind die Reliquien mit den sechs Insignien, solange sie keinen Knick kriegen. Denn falls so ein Relikt mal einen Knick kriegt, ist das ein Delikt, das... Was? Das macht keinen Sinn. Komm ich jetzt doch kein Repart, oder wie? Ihr wollt also Reliquien. Bitte sehr, wenn's weiter nichts ist. Eines der Reliquien. Das ist es. Mit den sechs Insignien. Juhu. Und das? Nein. Verdammt, dieses Mal war ich mir so sicher. So ist kein Rankommen. Ich müsste die Waschmaschine erstmal wieder sofern die... Ja, wie kriegen wir die zum Laufen? Das ist die große Frage. Wo ist er hin? Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Fuga, fuga, schalali. Er ist nochmal beschäftigt. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. So nah. Fuga, fuga, schalali. Fuga, fuga, schalala. Ich verstehe gar nichts. Hat der Geist jetzt seine letzte Bestimmung bekommen und ist deswegen jetzt verschwunden? Hallo? Nummer 5. Moment. Zimmer. Ich habe hier Lärm mit normaler Belästigung. Ach nein, warten Sie. Das sind die Beschwerden gegen mich? Wie dem auch sei. Viel wichtiger ist doch, dass Sie Ihre Lieferung noch nicht bezahlt haben. Welche Lieferung? Sie überhaupt die ganzen Hühner? Habe ich Zimmer 3 gesagt? Ich meinte natürlich. Zimmer 9. Zimmer 9. Wo muss ja auch mal Schluss sein? Sagte ich Zimmer 9? Ich meinte natürlich... Zimmer 1, bleibt mir ja nur noch. Ich hätte gerne mal meinen Assistenten gesprochen. Natürlich, ich schicke ihn gleich zu Ihnen aufs Zimmer, wenn's recht ist. Warum?
Dumm tun sie es nicht. Und sagen sie ihm, er soll dabei das Lied vom Dummdeppen singen. Ich richte es aus. Dankeschön. So, jetzt ich muss nur aufpassen, dass mir dieser Oppenbot nicht begegnet. Hier kommt der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp. Der depperte, 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 Dummdepp. Ja, was ist? Sie haben ja auf Ihr Zimmer beordert. Ja. Das habe ich nicht. Aber doch. Sie haben gerade an der Rezeption angerufen. Ich werde doch wohl wissen, wen ich gerade angerufen habe und wen nicht. Ich glaube langsam, Sie leiden unter akuter Prozessorerweichung. Aber ich habe doch selbst Ihre Stimme gehört. Wenn Sie nicht sicher sind, wie meine Stimme klingt, dann hören Sie jetzt mal genau zu. Stören Sie mich nie wieder ohne triftigen Grund. Verstanden? Nein. Schon, aber... Aber was? Ich würde gerne zur Rezeption. Ah, der Gott, keine Sorge. Die Kopfschmerzen gehen nach ein paar Tagen wieder weg. Welche Kopfschmerzen? Nein, ich bin wegen des Menüplans hier. Das ist lustig. Die meisten Gäste sind wegen des Menüplans nämlich weg, verstehen Sie? Und ich hätte ihn gerne. Ist wegen des Menüplans sogar im Gefängnis. Oh. Bekomme ich den Menüplan jetzt oder nicht? Stante Patsy, Sie müssen vorher nur diese Erklärung unterschreiben. Gerne. Das ist doch nur eine Rotzfahne. Es gibt einfach zu viele Möglichkeiten, durch unser Essen zu Schaden zu kommen. So ein Formular zu entwerfen wäre enorm viel Arbeit. Und unser Anwalt leidet an Depressionen. Darum kopieren wir die Unterschrift des Gastes einfach nachträglich auf eine passende Erklärung. Sehr ökonomisch gedacht. Und unterschreiben Sie bitte mit einem W vorne. Wie jetzt? Wufus? Ja, die Schublade für erklemmt nämlich. Ach, klar. Danke. So, jetzt müssen wir uns verstecken. Tja, Kinderchen, jetzt muss ich aber. Dankeschön. Wir haben einen Menüplan. Jetzt können wir doch noch was für Klicks bestellen. Ja, geh raus. Na gut, ist ja Ihr Leben. Das Essen wird um Punkt 12 Uhr serviert. Seien Sie bitte pünktlich. Im Restaurant wimmelt es von Kakerlaken. Und der Lapskaus liebt es, die Viecher quer durch den Raum zu jagen. Ja, schon gut. Geben Sie mir bitte rechtzeitig Bescheid. Na gut, wer bin ich denn einem so mutigen Mann seinen letzten Wunsch zu verwehren? Denken Sie dran. Zimmer 1, Kletis. 12 Uhr, Kletis, Lapskaus, Schaufel, Müllsack. Notiert. Ich rufe Sie dann an. 12 Uhr, alles klar. Haben Sie vielen Dank. Und eine Leiche zum Dessert. Wir gehen aber jetzt mal in die Wäscherei. Hallo, meine Freunde. Ah, aber das. Da fehlt noch was, richtig? Ich dachte, ja? Verdammt. Okay, das ist immer noch nicht. Irgendwas fehlt. Was ist denn mit dem, Hey, Boso! Komm schon. Zieh dir bitte was an. Erlöse mich von diesem Anblick. Bitte. Warum sollte ich? Deine Blöße würgt mein Ästhetikempfinden. Oh, das ist so befremdlich. Insbesondere, wenn du diese Sache mit den Beinen machst. Bitte nicht nochmal. Ich sag dir Unsinn. Außer die laue Zunge. Ich hab das Falsche geklickt. Ich wollte das haben. Okay. Oh, bitte, bitte nein! Du hast auch nicht, was du willst. Mach doch, was du willst. Sorry, ich muss hier weg. Wir brauchen dieses Handtuch. Dafür muss er sich anziehen.
Das müssen wir die Münze aber kleiner kriegen. Wir haben gerade wirklich ein bisschen ein kleines Problem. Was ist denn jetzt, wenn wir jetzt da nochmal spülen oder reingreifen? Ja, wieder frei. Entschuldigung! Ein Griff? Also, irgendwo ist aber auch, Augenblick mal. Was ist denn da? Das ist ein Klostein. Also, wer wirft denn sowas Cooles in eine Kloschüssel? Wenn du willst, ist wofür das ist. Den sollte ich schnell wieder loswerden. Mein Innenfutter ist schon ganz blau. Eine blaue Zunge. Geht's dir gut? Anscheinend ja. Was mache ich denn hier? Das muss ich nicht bezahlen. Es war ein Geschenk im weitesten Sinne. Ja. Der Wendt! Der Wendt! Ihn doch zu gern. Zu spät. Ich bin ja auch selbst. Nein, warte, das ziehen wir ja selbst an. Ach, Menno. Hoppenbott ist jetzt der da, ja. Ich bleibe lieber in Deckung. Was hier oder wenigstens. Okay, ich komme nicht weiter. Wir beenden dann. Hat mich sehr gefreut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.